Und erneut ein zuckersüßes Morgen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Dark Chronicle. Wir befinden uns hier immer noch in den Drogenkeller der Burg Düsterhimmel 2.0 und versuchen hier natürlich diesen auch zu bewältigen. Was einfacher geht als gedacht. Das Problem ist allerdings immer noch, dass wir verdammt nochmal Heiligkristalle und Eiskristalle benötigen. Wovon wir immer noch kaum was haben. Was war das jetzt für ein Vieh? Weiß ich jetzt nicht, ob wir sowas auch benötigt haben. Es war auf alle Fälle was Neues. Und entweder bin ich jetzt wieder blind wie ein Stück Scheiße oder ich habe hier bis jetzt noch nicht eine einzigste Vase gesehen. Also außer die jetzt, versteht sich. Ja, wahrscheinlich gab es einfach nur keine. Oder ich achte jetzt ein bisschen mehr drauf. Wenn ich irgendeine übersehen habe, das kann ich mir natürlich auch sehr, sehr gut vorstellen. Weil die Vasen übersieht man ja extremst leicht. Was ist das da hinten schon wieder für ein Ding? Okay, wir bräuchten es eigentlich nicht mal besiegen. Ah, scheiß drauf. Ach du Heilige! Chill mal dein Leben, Digga! Alter! Das ist mal mies! Gut, aber gegen den brauchen wir jetzt auch nicht mehr zu kämpfen. Wir haben ja jetzt Transwappen erhalten. Glaube ich, oder? Ja, Hammer. Das heißt einfach nur noch die Ebene beenden und alle Schätze dabei holen. Mal schauen, ob wir in diesem Part drei Ebenen schaffen. Wäre auf alle Fälle geil, es mal endlich richtig zu schaffen. Ich meine, theoretisch haben wir es ja schon geschafft mit diesem Schlafzimmer von der einen. Aber das zählt ja jetzt nicht wirklich so mit dazu. Hier befindet sich auch nichts mehr. Da unten ist noch ein Schatz, den können wir noch gleich abholen. Danke. Penner. Sonst ist hier aber auch nichts mehr. Dann noch schnell die Schatzkiste hier abgreifen. Schauen, ob es hier noch irgendwo eine Vase gibt. Toll. Geiler Schatz. Vase gibt es ja auch nicht. Juppidu. Und wo ist denn... Ach toll, der Ausgang ist da hinten. Bin ich jetzt quasi umsonst hierher lang gelaufen. So eine Ausrede von wegen, ich wusste nicht, dass da der Ausgang ist, kann ich ja nicht bringen. Ich bin Gott, ich weiß alles. Ich wollte mich einfach nur mal ein bisschen bewegen. Man muss ja auf seine Figur achten, da ist Joggen schon was sehr, sehr Positives. Das ist die Erklärung, wieso ich zuerst da Richtung Ausgang gelaufen bin. Oh, wir bekommen so viele Schätze, aber nicht einen einzigsten fucking Heiligen- oder Kältekristall. Das kann es doch nicht geben. Reparaturpulver. Das lasse ich hier jetzt auch nicht verschwenden, oder? Ja. Nimm es hier.
Was muss ich denn nur noch alles machen, um endlich so einen beschissenen Kristall zu bekommen? Das ist doch nicht cool. Okay. Danke dafür, Merkel. Fuck you. Jetzt kommt's Game Over. Und das nur für so eine beschissene Vase. Oh, manchmal hasse ich mich selbst. Oh, das tut doch weh. Alter, dieses Game. Ich hab echt keinen Bock mehr. Oh, das tut doch echt einfach nur weh. Das ist doch echt nicht schön, sowas. Leck mich fett am. Genau da. Och, ist nicht wahr. Das ist echt einfach nur noch deprimierend, ist das. Da spiele ich lieber so einen Rotz wie Cuphead oder so. Das macht mehr Spaß. Oh nee, du. Alter, jetzt hör doch auf! Was ist denn das für eine Scheiße? Wieso killt mich so eine Kopfnuss? Ein fucking Schlag. Hat Spaß gemacht. Nächster 2-Stunden-Part ist incoming. In einer Ebene, wo wir nichts machen müssen. Yay! Das Spiel macht so viel Spaß. Wieso tue ich mir so einen Scheiß überhaupt noch an? Wie ich es liebe, wenn Gegner nur einen Schlag benötigen, um einen zu killen. Das macht echt unheimlichen Spaß. Alter, wieso? Ich hab geblockt, du Wichser! Meine Fresse! Kann's doch nicht geben, sowas! Gott! Diese scheiß Köder, ey. Ich hatte noch vorher keine Probleme mit denen. Wieso jetzt auf einmal? Was ist denn da los? Explosionsfeuer. Und schon wieder kein heiligen Kristall. Hier, komm, kill mich.
Alter, das kann es nicht geben! Wieso killen die einen so schnell? Ich habe geblockt! Meine Güte! Drecksviecher! Na komm. Toll, jetzt kriege ich den nicht runter. Na gut, das ist jetzt wenigstens Dauerschleife. Oder auch. Ja, doch. Das ging. Ich hoffe mal, dass ich es schaffe, aber ich habe auch hier in der Ebene einfach nur keine besonders hohe Hoffnung mehr, dass ich das auch noch schaffe. Wie gesagt, nächster 2-Stunden-Part incoming. Na, kann man machen, muss man aber nicht. Und natürlich noch eine König. Ja, ne, das war's. Obwohl, ne, die Königsmimen kann ich mit Monika besiegen. Siehst du, das geht. Weil Monika so schnell ist, kann sie die Königsmimen noch besiegen. Mit Max ist das schwieriger, denn der braucht länger für seinen Angriff. Weshalb ich hier auch die Ebene mit besiege alle Gegner und mit Max seiner rechten Waffe nicht schaffen konnte. Weil mit Max komme ich mit seinem Hammer nicht gegen so eine Königsmime an. Das schafft man nicht. Komm mal ein bisschen weiter zurück. Ich habe keinen Bock, dass der Roboter unseren Kampf stört. Du sollst nicht da zurückfliegen, du sollst hier zu mir fliegen. Jetzt komm her, du Scheißvieh. Die Dauerschleife hier bei den Viechern ist cool. Vielleicht ein bisschen langweilig anzusehen, aber es geht noch. Oh ja, jetzt versuchen wir so einen Roboter mit Monika zu besiegen. Die Monika sind wesentlich schlimmer, die Roboter sind wesentlich schlimmer als die Königsmime. Denn die können durch meine Verteidigung kommen. Das stört mich jetzt nicht. Aber ich hab's geschafft. Monika ist schon geil. Das kann man ihr nicht lassen. Ah, die hat schon was drauf, die Kleine. Ich weiß echt nicht, was da los war, als ich gedacht habe, dass ihre Waffe jetzt so völlig scheiße ist. Vielleicht liegt es auch nur daran, dass wir sie komplett hochgepowert haben. Aber da muss ein riesengroßen Powerschub erlangt haben. Weil, wie gesagt, Monika hat Max überholt. Monika ist im Nahkampf wesentlich stärker als Max. Und Fernkampf, ja. Ja gut, da ist Max noch besser. Nein, sowas will ich gar nicht haben.
Ich will 1v1-Kämpfer. Danke. Nächstes Game over da. Ich hab's gesagt, ich habe keine Hoffnung. Ich hab's gesagt, der Part wird wieder 2 Stunden dauern. Viel Spaß. Drei Ebenen in einem Part am Arsch. Wir schaffen nicht mal eine. Ich überlege, ob ich jetzt einfach nur Musik anschmeiße und mich zurücklehne und das jetzt einfach gechillt spiele, denn... Aha. So langsam ist mir zum Reden auch nicht mehr zumute. Gott, ist das ein Kack-Game! Also ohne Scheiß, Level 5 hat einige JRPGs, die wirklich nicht zu den besten zählen auf ihrer, in ihrer Kategorie. Da, ich hab doch geblockt, was willst denn du nur? Ey, man hat sogar noch die Animation gesehen, wie ich geblockt habe. Hey, wir haben wenigstens Trons Wappen, juppidu. Müssen wir jetzt einfach nur noch hier durchkommen und sterben dann wieder an einen Gegner, den wir versuchen zu besiegen, weil wir dir an die scheiß Vase wollen, die neben ihm steht. Gott! So, hier geht's nicht weiter, dann fick dich. Okay. Wollte schon gerade sagen, das trifft uns jetzt trotzdem, obwohl wir hinter einer Mauer stehen. Das wäre dann richtig mies geworden. Wie weit fliegen die Dinger eigentlich? Weil es sind ja quasi so eine Art Lenkraketen. Und tschüss. Ich meine, gut, auch Lenkraketen haben einen gewissen Radius, wie weit sie fliegen können. Die explodieren irgendwann von ganz alleine, aber es sind ja nicht wirklich Raketen, es sind nur Geschosse. Hier ist eine schöne Schatzkammer. Das war eine Giftfalle. Gut, bin ich halt vergiftet. Sterben tue ich sowieso mit Einschlag bei den Gegnern hier. Die Mimen, das sind wirklich einfach nur Fernkampfgegner. Nahkampf kannst du... Ja, toll, danke. Nahkampf kannst du mit denen... Kannst du dir damit nicht geben. Okay, außer Monika. Die schafft's auch, aber es ist auch... verdammt schwierig. Also wirklich bestenfalls Fernkampf. Fernkampf sind so recht easy zu besiegen. Ist es da ein Transwap? Nee. Nee, das sind einfach nur 2 Gegner. Aber wenigstens sieht's hier in der Ebene noch relativ gut aus. Einer ist schon mal weg. Mal schauen, ob es Monika überlebt. Wäre relativ verwunderlich bei meinem Glück. Hat mich das jetzt auch verfolgen wollen? Ja gut, aber wobei relativ verwunderlich bei meinem Glück
sieht so aus, als hätten wir es geschafft. Hier gibt es keine Truhen mehr. Doch, hier. Müssen wir dann noch den Ausgang suchen? Denn auf der Map sehe ich ihn gerade nicht. Ich glaube, da unten ist er. Toll, sowas benötigen wir jetzt auch. Klasse. Ja gut, da haben wir jetzt quasi einen fetten Umweg genommen. Oh, egal, wie gesagt, Joggen ist gesund. Das da unten war keine Truhe. Das sieht zwar auf der Map leicht so aus. Und wenn, ist mir das jetzt auch scheißegal. Ich will einfach nur noch raus aus dieser Scheißebene. Und tschüss. Fick dich hart und verschwinde einfach nur. Wo haben wir's? Wo haben wir's hier? Und tschüss. Jo, und dann bis zum nächsten Part und ciao.